Herzlich willkommen zu Unternehmer persönlich. Heute hier im Studio haben wir den Kreuzlinger Unternehmer, den Werner Meister. Herzlich willkommen, Werner, hier bei uns im Studio. Wenn wir deinen besten Freund fragen würden, für was du bekannt bist, was würde er uns sagen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Was würde er uns sagen? Mein bester Freund würde sagen, ja, der Werner ist einer, der ist immer vorne dabei. Das ist einer, der immer etwas unternimmt, immer etwas macht. Also quasi, das ist nicht einer, der ruhig hocken kann. Der hat quasi Federn im Arsch. Der macht immer etwas. Der Macher eigentlich. Ja, ja. Was ist so das Highlight in den letzten Wochen, das du gemacht hast in dem Fall? Ja, das Highlight war, dass wir sicher natürlich neben dem Geschäft interessante Projekte, die wir gerade betreuen oder ausführen dürfen, dass ich mich auch noch ein bisschen engagiere in der Gemeinde natürlich, Schule und so, haben wir gerade Neuwahlen. Okay. Da ist natürlich auch, da kannst du entweder einfach zuschauen und nichts machen oder dich aktiv beteiligen und halt auch schauen. Ich meine, schlussendlich unsere Steuergelder, die da irgendwo versorgt werden, und da muss ein gewisses Interesse da sein. Und wenn da halt alle auf die Seite schauen und sagen, ja, da geht mir nichts an, ist auch nicht die richtige Lösung, oder? Und ich bin halt nicht der, der jetzt am Stammtisch seine Meinung hat, kundtut und nachher nichts mehr macht. Mhm. Sondern ich gehe dann wirklich aktiv auf die Situation zu. Und was hast du gemacht jetzt gerade aktiv? Also was war das Highlight gewesen, konkret? Ja, das Highlight ist ja schon, dass wir natürlich mit sehr vielen Leuten geredet haben, jetzt gerade diesbezüglich mit der Bevölkerung. Was könnt ihr euch vorstellen? Oder haben wir Leute, die sich zur Verfügung stellen? Und wir sind jetzt eigentlich auch auf die Idee gekommen, dass eigentlich so eine Wahlkommission ideal wäre, eine Findungskommission. Da wird die anderen Gemeinden auch gemacht, haben wir jetzt herausgefunden, wo aktiv auf Leute zugehen, weil freiwillig meldet sich ja niemand für so ein Ämter. Das ist ja überall das Gleiche. Du musst die Leute holen, das ist auch in den Unternehmungen so. Freiwillig wechseln kaum ein oder wie auch immer. Du musst aktiv auf Leute zu und sagen, du, da wäre doch etwas. Und die meisten trauen sich es nicht zu oder sagen, ja, ich... Die kommen ja nicht von sich aus, also wenig. Und die kommen, die sind ja meistens die, die dann nicht brauchen. Okay. Aber da musst du wirklich aktiv etwas machen. Wir möchten ja heute über Unternehmer, über Persönlichkeiten sprechen. Du bist Unternehmer schon das ganze Leben lang. Wie bist du da geworden oder wie bist du aufgewachsen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Vielleicht kürzer. Ich tue mich jetzt noch ein bisschen kürzer. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Okay. Wir haben eigentlich da nicht gekannt, dass es Ferien gibt oder Wochenende so. Da hast du einfach immer geschafft. Den Bauernhof kannst du nicht weg. Wir sind auch nie in die Ferien. Das Einzige war mal ein Ausflug ins Appenzellerland mit den Eltern, wo ich mich erinnere als Kind. Weil wir da nicht kannten, hat es nicht gegeben. Du hast auch nicht weg vom Hof. Man hatte ja Tiere und so, die du betreuen und Aushilfe hat man da noch nicht gekannt. Und das war eigentlich so der, wo für mich eigentlich auch einfach immer etwas schaffen. Also so mal einfach eine Woche nicht oder so, das habe ich nicht gekannt. Und irgendwie bin ich dann da reingerutscht, ich habe Schreinerlehre gemacht. Okay. Wieso hast du Schreinerlehre gemacht? Weil ich das Gefühl hatte, ja, also am Anfang war ich bei der ältesten Sohn und dann immer ist es so, bei den Bauern ist so, dass der älteste Sohn eigentlich den Hof übernimmt. Mhm. Und ich habe dann einfach von mir aus gesagt, ich will noch einen handwerklichen Beruf. Also, weil die Bauern habe ich ja schon ein bisschen gekämpft von den Eltern her. Aber ich habe gesagt, ich wollte zuhause etwas selber machen können, selber umbauen und so. Und Holz hat mich da schon sehr stark fasziniert. Ich habe immer etwas gemacht. Und das war der Grund, dass ich eine Schreinerlehre angefangen habe. Und der Bruder, der nächste, ist ein Jahr jünger als ich. Und der hat dann nachher Bauernlehre gemacht. Und dann hat sich dann das so ergeben, das ist der Schreiner und das ist der Bauer. Und das ist heute noch so und das ist auch gut so. Da haben doch miteinander noch eine quasi... Also du hast den Bauer auf nie übernehmen. Nein. Okay. Nein, dann ist ja klar gewesen, er hat das Bauernlehre gemacht und ich habe den Schreinerberuf erlernt. Und mir hat dann das auch gefallen, habe mich nicht darauf weiterentwickelt und bin dann relativ gleich in die Selbstständigkeit gerutscht. Ja. Wie ist denn das passiert? Hat es noch einen prägenden Moment gehabt, wo du gesagt hast, ich bin Schreiner, ich mache mich selbstständig? Man kann sich ja auch anstellen lassen. Ja, das ist richtig. Ich bin der, ich immer Herausforderungen gesucht. Und wenn ich nicht mehr war bei einer Schreinerei und es ist nicht viel gelaufen oder man hat zu wenig Arbeit gehabt und dann so quasi, bist auf der Hobelbank gehockt, ich habe Herausforderungen gebraucht. Dir ist es zu langweilig gewesen, angestellt. Ja, mir ist es auf Deutsch gesagt zu langweilig gewesen. Bei mir hat immer etwas müssen laufen. Ich habe auch am Samstag immer geschafft. Da bin ich dem Baumeister helfen, Gräben rausnehmen oder habe unter der Woche dem Abend noch ein Magazin ausbauen. Ich bin immer in Bewegung gewesen. Ich habe immer etwas müssen und eben Herausforderungen habe ich gebraucht, oder? Und schlussendlich hatte ich dann eigentlich auch eine Stelle gehabt, nach der Lehre, also dann noch ein halbes Jahr zuhause auf dem Bauernhof ausgeholfen. Und dann hatte ich eine Stelle gehabt, wo es dann gerade in die andere Richtung gegangen ist. Wirklich, dort hatte ich Herausforderungen gehabt, bis zum geht nicht mehr. Da bin ich auch fast Tag und Nacht, kann man fast sagen, am Arbeiten gewesen. Und irgendwie hat es dann aber das Verhältnis nicht mehr gestimmt, das Arbeitsverhältnis. Und irgendwie hat mir dann einer gesagt, mach doch selbstständig, weißt, da kannst du dich selber einteilen, kannst immer dort hin, wo viel etwas läuft.
Ja, und dann hat es eins anderes gerufen natürlich. Ich habe ja keine Ahnung von Buchhaltung oder wie man eine Firma gründet, wie auch immer. Wie alt bist du gewesen? Ja, da war ich gut 20, 22, 23. Also du hast mit 23 gesagt, ich mache jetzt selbstständige Schreinerei auf. 1990, am 1. April, da haben viele gesagt, das ist ein April-Scherz. Dann haben gesagt, nein, das ist effektiv so. Ich musste dann auch einen Namen haben und den Eintrag ins Handelsregister. Ja, und dann hat es eigentlich die Werner Meister Schreinerei-Gründung gegeben. Ja. 1990 sagst du? 1990. Das ist jetzt in dem Fall 33 Jahre her. Wir haben da ja das 33-Jahr-Jubiläum, richtig. Wow, wir feiern dann im Jahr. Richtig, wir machen im November machen wir einen Anlass. Ja. Und wie gross sind ihr heute? Oder machst du heute etwas anderes als früher? Oder was macht Werner Meister AG? Gut, angefangen habe ich natürlich mit einem kleinen Büssli, Werkzeug gekauft mit dem Geld, das ich erspart habe. Büssli und ein Ockensens-Büssli und Werkzeug. Und bin dann so ein bisschen als Freelancer gegangen. Habe selber auch kleinere Aufträge ausgeführt. Und dann habe ich mir einen alten Bauhof gekauft, gerade neben den Eltern, der verkauft worden ist. Dann hat man dort ein bisschen Schreinerei eingerichtet. Ist halt dann in der Landwirtschaftszone gewesen, mit den üblichen Problemen. Und konnte dann noch etwas Größeres kaufen in der Dorfzone. Eigentlich auch mal einen ursprünglichen Bauernhof. Dort sind wir jetzt 20 Jahre, dort haben wir auch erweitern können. Gerade selber in dem Fall. Nochmal vergrößern, ja. Richtig. Und dann ist irgendwann mal der Bruder zu mir gekommen. Und dann nochmal ein zweiter Mitarbeiter. Und so hat sich das eigentlich gesteigert. Oder? Mhm. Und jetzt, heute sind wir 10 Mitarbeiter mit mir. Mhm. Und ich habe bewusst nicht wollen grösser werden, weil bei mir ist halt immer das Motto, wenn du selber an der Front stehst, kannst du selber dirigieren. Und sobald du grösser wirst, bist du angewiesen auf andere, auf Filialleiter, Geschäftsführer, wie auch immer. Und du kannst nicht mehr an der Front, an der Spitze. Und so kann ich nur sagen, ich sehe, was nicht läuft und kann eingreifen. Die Alte würde jetzt auch sagen, du kannst nicht loslassen. Ja, das kann man auch sagen. Ja. Du kannst nicht loslassen. Ja. Das ist schon richtig. Weil ja. du das nicht willst, oder? Ja, eben, wenn du Zügel aus der Hand gibst, schlussendlich muss ja für mich stimmen und auch vom Finanziellen her und alles. Mhm. Und ich glaube, so wie wir es machen, jetzt auch dadurch, dass wir eigentlich nur noch Privatkundschaft haben, wir arbeiten nicht für Architekten, GU sowieso nicht, und haben viele auch eigene Projekte, die wir für Kunden machen. Also das heisst von der Planung, von der Finanzierung, also mithelfen oder aufzeigen mit der Finanzierung, mit der Bankrede und so weiter. Bauleitung, also das komplette Programm das komplette. Eigentlich, was ein Architekt auch macht. Aber wir machen es einfach aus handwerklicher Sicht. Wir sind auch nicht die, die dann einen Haufen Offerten einholen, sondern wir haben Handwerker des Vertrauens. Und dann ist das ein Team und so tun wir das Projekt dann umsetzen. Jetzt dann machen wir seit 33 Jahren Projekte umsetzen. Du schaust da auf eine lange Zeit zurück. Ist das anspruchsvoller geworden in diesen 33 Jahren? Oder ist es einfacher geworden, zum Projekt überkommen und umzusetzen? Ja, beides. Also es ist sicher anspruchsvoller geworden, weil einfach die ganzen Auflagen viel strenger würden. Also ich sage jetzt mal, wenn man etwas abbrechen muss, jedes Mal heute ein Asbest-Ding-Test haben. Das war früher noch nicht so. Das war früher noch nicht so. Ich meine, ich mag mich gut erinnern, vor 33 Jahren, da hast du einfach in einem Badzimmer das Zeug runtergerissen und rausgerupft. Okay. Und da hast du weder Staubmaske noch sonst etwas sagen. Das ist gang und gäbe, das hat man gar nicht kennt, nicht gewusst. Ja. Und heute ist es ja angefangen, so weit, dass man jedes Blättchen oder alles, wenn man nur schon anlangt oder nur schon darüber redet, muss man zuerst so einen Asbest-Attest holen. Also das hat sich sicher, plus natürlich alle anderen Auflagen, die auch noch gekommen sind, oder Vorschriften mit den Entsorgung. Früher konnte alles das Gleiche auch bringen, heute muss man alles separieren, dann musst du verschiedene getrennte Mulden und so weiter. Das hat sicher nicht einfacher gemacht. Mhm. Hat es noch andere Sachen gegeben, die anspruchsvoller geworden sind? Ja, natürlich schon. Die ganze Bewilligungsgeschichte mit den Behörden, wenn es dann noch Objekte sind, die unter Denkmalschutz sind, das wird natürlich schon auch immer schlimmer. Oder? Und das ist natürlich schon, ja, zum also Teil... Hast du da ein Beispiel, ein konkretes? Ja, da haben wir mehrere Beispiele. Oder? Es ist für mich nach wie vor erstaunlich, dass Baubehörden, also Baubehörden von einer Gemeinde oder einer Stadt, das sind mehrere Gremien, die da drin sind, zum Teil Architekten, so, Leute, die vom Bau etwas verstehen, die über einen Bau oder über einen Anbau, Umbau oder über ein Projekt entscheiden oder das entwickeln. Oder? Und Denkmalpflege ist eine beratende Institution vom Kanton. Und die schafft es aber, dass eigentlich eine Person kann kommen und sagen kann, das ist recht und das ist nicht recht. Das ist eine Person, die von dort, von dem Amt entscheidet, so oder so. Schlussendlich ist schon so, gemeint ist die Bewilligungsbehörde. Aber das hat auch viele Laien darunter, die dann zu wenig Mut haben, zum Anstehen und halt mal sagen, ja, du, aber wir haben jetzt da entschieden als Behörde, wir ziehen jetzt da durch und machen da. Ich bin 11 Jahre im Gemeinderat, da haben wir selber miterlebt. Okay. Und da haben wir halt auch mal eine Denkmalpflege überstimmt. Also überstimmt, wir haben entschieden, wir lassen jetzt das abbrechen.
es wird ja gleich aufgebaut, wieso soll man den Bauherr plagen? Aus den und den Gründen. Ist das ein Konstruktionsfehler aus deiner Sicht? Oder sind es die falschen Leute am falschen Ort? Oder ist einfach das System anspruchsvoller geworden? Es ist natürlich überall das Gleiche, so in diesen Ämtern. Oder? Ich meine, die braucht es ja auch. Das ist, ja, mhm. das ist sicher, ich sage nicht, dass die nicht braucht, aber das ist sicher auch wichtig. Nur das Problem ist halt, die wollen auch immer etwas zu sagen haben, sonst sind sie ja eigentlich überflüssig. Mhm. Und wenn natürlich so jemand von so einem Amt kommt oder so und du dir die vollendete Tatsache stellst und sagst, wir haben da die fixfertige Pläne, wir machen so und so, mhm. dann kann der ja nicht sagen, jawohl, das ist alles gut, das haben wir super gemacht. Dann braucht sie ihn nicht mehr. Und mhm. das ist natürlich irgendwie im Sinn der Sache, dass der irgendetwas noch mal auszusetzen hat und irgendwie so. Und wir machen es eigentlich auch immer so, wir gehen eigentlich nie mit einem vorgefertigte Projekt auf so ein Ding zu, auch mit der Baubehörde. Wir machen mal eine Vision, eine Idee, je nachdem wie heikel die Situation ist und probieren mal in einem Gespräch aufzuzeigen, was wir gerne machen und dann da noch ein bisschen einflüssen lassen. Und dann kann man es ein bisschen die Richtung steuern. Aber es das ist braucht sicher, natürlich mehr Zeit als früher. Ja, da braucht viel mehr Zeit, viel mehr Aufwand. Und das Verrückte ist, wenn sie sich dann noch duellieren, also wenn dann einer von der Behörde heißt, ist es so, und schlussendlich kommt der Chef, der dann noch sagt, ja nein, das machen wir jetzt ganz anders. Oder? Also, ja, das hast du erlebt. Das ist alles schon passiert. Ja. Ja. Wie könnte man es besser machen? Ich denke, das ist natürlich noch relativ schwierig. Ich meine, bei so Ämtern, das ist auch ein bisschen wie in der Politik. Oder? Man muss schauen, wer dort schafft. Oder? Meine, mhm. Wer schafft denn bei den Ämtern? Ja. Bei den Ämtern, das sind halt vielfach auch Fachleute, aber ich sage jetzt mal, das ist jetzt noch ein heikles Thema, oder? Zum da vielleicht ein bisschen. Aber wenn einer einen guten Job hat oder eine gute Firma, die super läuft, dann geht der sicher nicht in so ein Amt hier, oder? Zum so etwas machen, dann hat er seinen Betrieb, der läuft zu 100%. Und es ist halt einfach schon so, dass halt einfach beim Staat, wenn man sich beim Staat anstellen lässt, dann ist man halt ausgesorgt, bis man pensioniert ist. Man hat seine Ferien, seinen Lohn, man muss nichts mehr machen. Ja, es hat sicher auch gute Leute, die da einen super Job machen. Aber vielfach ist es halt schon auch so, dass halt einfach, wird dann halt einfach noch mitgeteilt. Du würdest dir wünschen, es wäre effizienter und ja, einfacher. Auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, das muss auch effizienter werden. Oder? Ich meine, in der Privatwirtschaft können wir uns nicht erlauben, oder ich kann mir nicht erlauben, dass ich einmal ein halbes Jahr keine Offerte schicke. Oder? Mm. Aber beim Staat kann man sich erlauben, wenn man eine Baugesuch einreicht, dass ein halbes Jahr geht, bis der Baugesuch bearbeitet wird. Das kann es doch nicht sein, nur weil sie keine Konkurrenz haben. Ich kann ja nicht in eine andere Gemeinde gehen und sagen, du, jetzt gehe ich in eine andere Gemeinde. Bei mir heisst es dann ja, wenn du halb keine Zeit hast, dann gehen wir zu deinem Mitbewerber. Ja. Das ist relativ einfach. Und da ist einfach, das sind Dienstleistungsbetriebe, da wird immer wieder nicht richtig wahrgenommen. Das sind Dienstleistungsbetriebe und die haben einen Job. Und wir sind im Prinzip Kunden, mhm. wo sie aber auch sind. Und die gehören genauso behandelt, wie ich meine Kunden behandle. Da muss man relativ zügig vorwärts machen, muss etwas bieten können, sonst hat man den Kunden nicht mehr. Hm. Gibt es auch etwas, wo du sagst, das machen sie sehr gut, dass man nicht nur die Sachen jetzt hören, die du schlecht findest? Ja, sicher. Ich mache es jetzt vielfach so, dass ich, wenn ich so ein Projekt habe, dann tue ich einfach einmal das Vorprojekt, schicke ich einmal den sprechenden Person auf dieser Bauverwaltung oder so, und die dürfen das beurteilen. Oder ich kann sagen, du, und komme ich relativ schnell Antwort. Das ist schon so, oder? Mhm. Aber ich finde es eigentlich, was ich verbannt finde, ist, wenn man dann auf den Sachen von ihnen ein halbes Jahr wartet, wenn sie aber von uns etwas wollen, dann kommt die Auflage, in 4 Wochen müssen wir einen Nachtragsdurchstellen stellen oder Rückbau oder weiss nicht was, in 4 Wochen muss erledigt sein, oder? Und die Hand umgekehrt, wenn man von ihnen etwas erwartet, eine Beurteilung, dann kann es ein halbes Jahr gehen und noch länger. Oder? Mm-hmm. Und das ist je weiter rauf, je schlimmer. Oder? Also Kanton, Denkmalpflege und so weiter. Das Argument ist, man braucht einfach mehr Leute beim Staat, dass es schneller geht. Findest du, das ist ein richtiges Argument? Nein, es braucht nicht mehr Leute, es braucht effizientere Leute. Und die Führung ist match entscheidend, oder? Okay. Wie man die Leute einteilt. Oder? Wenn ich mal anschaue, dass mein Betrieb rendiert. Ich habe einen kleinen Betrieb und da die sind alle Spitzen meine Mitarbeiter. Das ist, jeder arbeitet für sich, jeder ist allein zuständig für einen Kunden. Und die müssen gut sein, dann mag es nicht leiden, dass ein, zwei Schwache drin hat. Das ist verloren, oder? Also Führung und effizient. Ja. Du bist Unternehmer seit 33 Jahren in der Schweiz, in Kreuzlingen, an der Grenze. Was sind für dich die Hauptüberlegungen oder die Vorteile, dass du unternehmerisch tätig bist und dich eben nicht anstellen lässt? Ja, das ist natürlich ein Vorteil, eben, wenn man mich kennt. Ich bin halt einer, der vorwärts schaut und vorwärts macht und nicht immer rückwärts schaut. Und
alles hinterfragt. Man muss halt einfach mal einen Entscheid treffen. Und das ist das Schöne am Unternehmer. Ich kann am Morgen anfangen, wenn ich will. Also wenn ich will, ich bin in der Regel um 5 im Büro. Mhm. Aber ich kann meine Zeit einteilen. Ich muss nicht warten, bis Samstag ist, dass ich zum Coiffeur oder irgendwie sonst etwas privat erledigen. Ich kann da unter dem Tag machen. Ich habe meine, sage jetzt mal, 10 bis 14 Arbeitsstunden im Tag. Oder beim Sonntag im Büro, wenn es regnet, wo andere dann daheim sind oder frei haben. Also flexible Arbeitszeiteinteilung. Das ist genau. Dann nehme ich mir raus. Und wenn es halt mal ein Tag wirklich wunderschön ist oder so, dann kann man auch mal etwas machen. Also um einen Tag mit der Familie oder so. Aber eben, ich bin dann halt wieder mal Samstag, Sonntag im Büro, wenn es regnet. Das ist halt einfach, und das ist das Schöne am Unternehmer. Und man kann selber Entscheidungen treffen. Man ist sich Chef über selber und man ist nicht angewiesen, dass von jemandem musst warten, bis du eine Antwort bekommst oder einen Entscheid, dass du etwas machen kannst. Darum nervt es eben noch umso mehr, wenn du da... Das ist ja so. Wie gesagt, ich bin 11 Jahre im Gemeinderat. Ja. Ich weiss, Politik funktioniert viel langsamer wie ein Unternehmer. Unternehmer, ja. Da kannst du einen Entscheid und dann go. Und in der Politik, da muss man alles hinterfragen, man muss absegnen, ist es richtig, dürfen wir es so machen? Und dann bleibt es halt auch wieder mal liegen. Das ist halt einfach so. Das habe ich selber erlebt. Es geht einfach nicht so schnell, wie wenn du in der Privatwirtschaft bist. Selber kann entscheiden. Ja. Du bist in der Schweiz Unternehmer. Was würdest du sagen, was braucht es, dass die Schweiz noch besser wird? Gibt es da etwas, wo du sagst, wenn ich jetzt könnte wünschen oder ich hätte Möglichkeiten, um etwas zu verändern, was würdest du verändern, damit die Schweiz noch besser wird? Damit die Schweiz noch besser wird? Wir sind auf einem sehr hohen Stand. Vor allem mit dem dualen Bildungssystem sind wir, ich glaube, weltweit an der Spitze. Auch wenn man sieht, jetzt da mit den World Skills, wenn wir hier wieder Goldmedaille abgeräumt haben, das ist vielen gar nicht bewusst. So Zeug muss man eigentlich noch mehr pushen, noch mehr darauf hinbauen. Mhm. Aber das ist ein das Problem. Wir laufen jetzt eigentlich wieder in die andere Richtung. Also unseren Wohlstand, dass die Schweiz noch besser machen. Da müssen wir wieder einmal anstehen und sagen, hey, wo kommen wir her? Ich meine, der Luxus, den wir heute haben, den wir uns erschaffen haben, jetzt unsere Generation oder so, der Luxus, der wird jetzt uns nachträglich zum Verhängnis, kann man so sagen. Weil viele wollen keine Verantwortung mehr übernehmen von den Jungen. Sie wollen nur noch 80% arbeiten, zum gleichen Lohn. Ihre Freizeit, ihre Hobbys, da kann man ja heute alles machen, oder? Aber wie ich schon erwähnt habe, ich bin so aufgewachsen, wir haben das nicht gekannt, Freizeit oder Ferien. Und das muss ja sein, Ferien, Freizeit, das muss ja alles sein. Aber einfach, die Leute wollen heute keine Verantwortung, weil es geht allen sehr gut. Man hat einen Lohn, man ist breit abgestützt, man wird breit. Und vielfach ist es halt auch schon so, bei den Schülern oder Lehrlingen, die wir rüberkommen, dass halt viele auch die Eltern gehen, meistens bet. Erwachsene gehen einem 100% Job noch. Mhm. Und dem Schüler gibt man dann halt immer alles, weil man vermag sich so. Ihr habt zwei Lehrlinge, oder? Hast du gesagt, also zwei Auszubildende. Jawohl. Bei einer vierjährigen Lehre, alle zwei Jahre habt ihr jemanden bei euch. In der Regel schon, alle zwei Jahre. Es gibt jetzt Überschneidung. Wir haben jetzt gerade im Team besprochen, weil einfach der Fachkräftemangel, dass wir einfach bereit sind, um mehr Lehrlinge auszubilden. Und findet ihr die? Weil da hört man ja dann eher, dass sich niemand bewirbt. Ja, das ist ja so. Ich habe jetzt eher das Gefühl, es hat wieder ein bisschen gekehrt. Es hat wieder sehr viele, die sich für so eine Lehrstelle bewerben. Wir haben jetzt auch, auf nächstes Jahr kommt jetzt nochmal ein, dann sind wir noch drei Lehrlinge, Gottes Namen. Aber es sind gute, die sich hier jetzt beworben haben. Und denen müssen wir auch die Chance geben, dass sie so einen Beruf lernen können. Und hast du einen Trick, um herauszufinden, welches der richtige Lehrling ist? Also müssen die... Ja, das ist relativ einfach. Wir machen immer so einen Test. In der Regel kommen die Wochen. Also wenn einer nur den Beruf will kennenlernen, ist er drei Tage bei uns. Ja. Und dann tut er einmal in der Schreinerei, auf dem Bau, man tut ihn überall ein bisschen reinbringen, dass er sieht, passt mir da. Okay. Und dann, um den Beruf wirklich intimer kennenlernen, um auch uns kennenlernen, muss er eine Woche kommen, so eine Woche Schnupperlehre. Mhm. Und dann macht er verschiedene Tests. Das eine ist im Betrieb, wo er so einen Zauberwürfel macht aus Holz, wo er zusammenstecken kann, wo er von Hand rausschnitzeln und so, da hat er genaue Anweisungen. Dann kommt er einen Fragebogen über von uns, wo er verschiedene Aufgaben machen muss, von Algebra, Rechnen und so weiter, und auch logische Denkaufgaben. Und aufgrund von dem sieht man dann ein bisschen, wie ist der Arbeitsmoral. Meistens, ich meine, die sind natürlich jung, die sind 14, 15, wo die zu uns in die Schnupperlehre kommen. Vielfach entfalten sie sich später. Aber man sieht dann schon mal, ist das ein Beruf für so einen oder nicht? Also da kann man relativ schnell rausfiltern, dass für so einen etwas ist oder nicht. Also, das klingt positiv, du kannst in dem Fall noch auswählen,
wer bei dir kann in die Lehre kommen. Das ist ja so. Das cool. Ist so. Was natürlich auch wichtig ist, ist die schulische Ausbildung, ja. Wo sie haben. Da sehen wir natürlich auch viel, dass sie relativ schlechte Noten haben oder einfach in der Schule hinten drin hinken. Und wenn die in die Lehre kommen, dann ist nicht die Schule abgeschlossen. Dann geht es erst richtig los. Mhm. Also die 4 Jahre, da ist in der Schule ist dann knallhart. Und da stellen wir auch immer fest, dass dann zum Teil zurück zur Wahrheit geholt wird. Und so also quasi, ja, jetzt sehen wir, wo wir stehen, oder? Mhm. Du machst das seit 33 Jahren. Wie lange machst du das noch? Hast du schon über deine Nachfolge nachgedacht? Ja, da mache ich mir schon lange Gedanken. Ich habe schon gesagt, mit 50 will ich nicht mehr an der Front stehen. Und dann habe ich gesagt, mit 55 will ich nicht mehr an der Front stehen. Und heute bist du? Jetzt bin ich 57, habe es immer noch nicht geschafft. Ich stand immer noch an der Front. Wir sind jetzt aber schon dran, betriebsintern natürlich. Ich habe einen sehr guten Arbeitsvorbereiter, den kannst du nicht ersetzen, das ist ein Wahnsinn, das ist gut, aber der wird leider pensioniert und der hört jetzt einfach definitiv auf, das ist ja so. Wir sind jetzt aber selber im Betrieb, einen, den wir noch nehmen, wo man jetzt auch selber wo die Ausbildung macht als AWO, Projektleiter. Und da sind wir jetzt dran, um den noch nehmen und dann wird man schauen, wie sich denn da entwickelt. Was denkst du selber, bis zu welchem Alter wirst du müssen oder dürfen arbeiten? Ja, Wenn es ein Müssen ist, dann ist es für mich eigentlich kein Thema mehr. Also ich kann es jetzt selber. Für mich macht es Spass. Und auch die Projekte, die wir machen für Kunden, ist für mich eine riesen Herausforderung, auch wahnsinnig zeitlich aufwendig, weil da braucht wahnsinnig viel Besprechung und Know-how und so. Und das ist etwas, das liegt mir und da kann auch bloß ich, jetzt sagen wir jetzt von meinen Mitarbeitern. Aber es ist natürlich interessant, es sind auch interessante Aufträge, wo der Preis nicht an erster Stelle steht, wo du selber kannst entwickeln, die guten Ideen bringen und pragmatische Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich, und solange mir das Spass macht, würde ich das machen, aber es hat irgendwann, ich würde auch gerne mal noch ein bisschen mehr in die Freizeit investieren, mit der Familie ein bisschen mehr machen, vielleicht ein bisschen noch ein bisschen mehr ins Maiensessen, einfach einmal, dass ich nicht mehr an der Front stehe, dass ich sicher noch den Betrieb unterstützen mit so einem Projekt, das ist ganz klar, aber mal kann sagen, du, jetzt am Freitag bin ich jetzt nicht um, oder am Freitag bin ich jetzt einfach nicht da. Ja. Cool, das wünschen wir dir auf jeden Fall. Wir haben bei diesem Format am Schluss immer noch eine Schlussfrage für Unternehmer persönlich. Welche sind aus deiner Sicht die 3 wichtigsten Eigenschaften, die ein Unternehmer oder eine Unternehmerin braucht? Die 3 wichtigsten Eigenschaften sind Mut, ein Kampfeswillen, also man muss wollen, man muss wollen vorwärts kommen. Und die 3 Mut, ja, Zuversicht, Mut und man darf keine Angst haben. Danke vielmals, Werner Meister. Das war der Werner Meister, Unternehmer aus Kreuzlingen bei Unternehmer persönlich. Sind Sie nächstes Mal auch wieder dabei?